Darum. Yeah. Ist das geil hier. Schön drehen, schön wenden. Genau so macht es Spaß. Und the world is watching, Freunde. Es geht los. Wir werden mal ganz kurz hier den Sound anschalten. Und dann wollen wir mal. Wir wollen mal NOS gegen die Jungs von Fnatic. Und ja, die Quoten seht ihr auch. Gerade irgendwie kein View-Model an. Wird aber wahrscheinlich jetzt gefixt. Ja, da ist es. Und somit soll es dann auf das 2 losgehen. Also wie kann ein Tag besser starten als mit das 2? Genau so macht es jedes Mal Spaß. So, Walde kriegt schon mal den ersten Frag. Walde mit dem zweiten. Und Walde war gestern schon gut drauf. Aber der dritte soll nicht kommen. Ja, hoffentlich gibt es heute keine Probleme, was den Ping angeht. Hatten ja gestern NOS Schwierigkeiten mit diesen Dingen. Und dementsprechend hoffen wir mal, dass es heute ausbleibt. Ich dachte schon, ey, sie hätte den zweiten auch noch geholt. Aber so lässt das losgehen. 1:0 NOS. Und das hier auch das 2. Also es macht doch Spaß, sowas zu sehen. NOS hat sich dann wirklich mit Ave noch ganz knapp irgendwie durchgeschwitzt gestern. Also das war keine leichte Aufgabe. So, es kam die Frage, wie viele Punkte aus den restlichen 4 Maps gegen G2 und Navi könnte Big für die Playoffs reichen? Das weiß ich leider nicht. Ich habe es selbst noch nicht ausgerechnet. Aber jetzt geht es erstmal los in die Mitte. KD mit einem und dann wird KD unter Druck gesetzt. Also Brolan konnte da die Flashbangs seiner Mates ausnutzen. Und dann ist AZ nochmal. AZ mit dem zweiten. Und dann Kirby mit seinem Rackelback. Keine Ahnung, was der da immer raushaut. Was ein Rackelback ist, weiß ich auch nicht. Nichtsdestotrotz hat er die Frags gemacht. Mit der MP5 sieht es noch umso schlimmer aus, ehrlich gesagt. Also so ein Klumpatsch-Aiming, das sieht man wirklich seltenst. Aber gut, er hat Erfolg damit, dementsprechend soll es ihm auch vergönnt bleiben, nicht vergönnt bleiben, sondern gegönnt sein. Und JW mit der AK für die Mitte aufgestellt. Aber es ist noch keine AWP da und dementsprechend ist das absolut in Ordnung. Und hier Crims, eigentlich ein schöner Move, aber da wird er gesehen. Zu einfach, um sie pushen mit 4 Mann in die Tunnels rein. Und damit hat man auf jeden Fall hier schon mal die Kontrolle über den B-Spot erlangt. So, Cadian, Richtung lang. Da wartet jemand. Twist, der hat Bock auf Duelle. Und jetzt ist die Frage, wie kann er das hier ausspielen? Und Cadian, du musst jetzt mindestens 2 Leute holen, sonst wird es schwer. Und dann zieht Twist rum. Erster Shot sitzt, zweiter sitzt nicht. Xist kriegt dann zumindest den Frag. Und somit haben wir eine 4-gegen-3-Situation. Machbar für die Terroristen. Sie stehen immer noch mit 3 Mann auf dem B. Ich habe keine Ahnung, was North da gefrühstückt hat. Aber irgendwie haben sie da den falschen Riecher in dem Augenblick. So, jetzt geht's vor. Gate, AZ und Walde müssen das Ganze retaken. Und die haben natürlich gar keinen Raum. Also da Fnatic den absoluten Vorteil. Und AZ punktet. Und Brolan ebenso erfolgreich. So, hier klingelt es aber auch wirklich gerade. Leider sehen wir es nicht, aber no offense an den Observer. Das ist ein undankbarer und sehr schwerer Job. Und ich finde, er hat die letzten Tage eigentlich das ganz gut gemacht. Da gab es schon bedeutend schlimmere Situationen. So. Exist kriegt die Bombe gelegt. Das ist natürlich schon mal was Geld. Und vor allen Dingen für ihn auch eine andere Situation, das alles zu klatschen. Und Walde kommt von lang. Klickt da zweimal aufs Köpfchen. 3:0 für NOS. Aber man hat immerhin 3 Waffen verloren. Und das ist natürlich geldtechnisch auch keine gute Sache. Sagen wir es mal so. Aber wir gucken mal auf die Kohle von Fnatic. 3. Runde in Folge, die man verloren hat. Und dann ist es natürlich mitgelegter Bombe. Ja, man sieht es. Es ist Obst im Haus. Aber ob sie das nutzen, das ist die zweite Frage. So, weiter geht's. Wir sind hyped, Freunde, auf dieses Match. Und wollen hier loslegen. So, sie gehen nur auf Pistols. JW, der Einzige, der eine AK geholt hat. Und der wird sofort inhaliert. Das heißt, AK ist gepickt. Exist kann sie nochmal nutzen. So ein bisschen hier die Wander-AK, die man benutzen möchte. Und sonst erstmal ein sehr behaglicher Aufbau bei Fnatic. Die versuchen natürlich jetzt irgendwie mit Single-Moves Lücken zu erstellen. Die AK wird natürlich jetzt hier gut pieken.
Wenn sie dann einen Klick auf dem Plateau setzt, wird man rausfahren und man rennt hier einfach so mit der Flash in der Hand raus. Gate mit dem ersten, Gate mit dem nächsten. Also gerade sitzt das Aiming hier bei North extravagant. Und dann Walde und Cadian beenden diese Runde. 5 Leute überleben, eine flawless Round. Und somit die nächste Full-Equipped Round für die Jungs von Fnatic. So, JW keine Utility, dadurch, dass er natürlich die AK geholt hat letzte Runde. Die Smoke ist scheinbar an irgendeiner Minikante abgeprallt. Das hat nicht funktioniert, wie man immer so schön auf manchen, in manchen Programmen sieht oder auf manchen Webseiten. Und damit geht man jetzt erstmal in die nächste Runde trotzdem. Fnatic, typischer Standardaufbau, man schickt erstmal welche in die Cutters, lässt dort up-aim, wartet ab, ob es offensive Moves von dem Gegner gibt, von der CT-Seite. Dann wird natürlich die Xbox-Smoke verwendet, um letztendlich die Mitte etwas zurückzudrängen, um den Kurzbereich einzunehmen. Auch lang erstmal nur einen Spieler abgestellt, der abwartet, ob was Aggressives passiert. Und dann hat man mit Kurz und der Mitte Dreh- und Angelpunkt. Man kann überall hin. Aus dieser Position hat man zig verschiedene Möglichkeiten, sich hier was zu erspielen. Und dementsprechend wollen wir uns bereit machen hier. Zuerst mal die Smoke-Wand geworfen, damit man etwas maskierter ist. Dann noch eine weitere Smoke für den Spot. Ne, die geht sogar auf lang irgendwo. Gegen das K, gegen Auto ist das. Damit Brollern da vorgehen kann. Und das ist eine schöne Kombination. Der ist natürlich dann gecovert, falls jemand am Auto steht mit der AWP. Also die Kombination der Granaten hat funktioniert. Exist wird ein bisschen unter Druck gesetzt, aber JW, der zieht sich nochmal zurück. Das heißt, der Laufweg wird brutal. Aber man möchte gar nicht mehr auf diese Runde hier gehen bei North. Man zieht sich zurück. Gate und AZ, die letzten beiden Überlebenden. Und die versuchen irgendwie die Waffe durchzubringen. Aber schaut es euch an, JW, an der T-Base ist der. Schon an der T-Base schräge. Damit rechnen die niemals im Leben. Also das könnte hier auf jeden Fall nochmal teuer werden. So, Gate nimmt Twist raus. Und dann ist JW da. Genau das, was zu erwarten war. Ich hätte es auch umgekehrt gemacht. Ich hätte erst JW zugreifen lassen und dann Twist. Und damit 4-1. So, wenn ihr irgendwelche Matches nicht mitbekommen habt oder die Ergebnisse nicht mitbekommen habt, könnt ihr gerne auf 99damage.de vorbeischauen. 99damage.de. Dort sind alle Matches gelistet, alle Coverages, alle zukünftigen Matches und. Also da könnt ihr Ewigkeiten stöbern. So, 4-1 steht es. Fnatic mit der ersten Runde. Ist auch wichtig, dass man sich sofort gegen North hier durchsetzen kann. Boah, Alter! Okay, da war eine Millisekunde, die man Reflexe hätte haben können. Also auch Exist immer noch mit sehr guten Reflexen am Start. So, wird er vorgeschickt. Der darf jetzt auch nochmal punkten, aber Cadian mit dem passenden Timing da gegen Twist. Und dann steht noch einer da in der Ecke. Und das ist Walde und das war fast schon verdaddelt. Aber Twist konnte sich nicht mehr schnell genug umdrehen und dementsprechend hat man hier die Überzahlsituation erspielt bei den Nordmännern. So, Walde offensiv gepusht. Bombe jetzt in seinen Fittichen und jetzt muss er aufpassen. Jetzt muss natürlich irgendwo ein Support kommen. Aber die Infos, die er hat, die reichen ihm und dann ist am Ende nur noch Crims. Der kommt von der Flank. Das war abzusehen. Ja, die schreibe ich mir auf, die Fix.Flash. Und somit Crims hier im 1-on-3. Die Runde ist natürlich gegessen. Die Frage ist noch, kann er Damage machen? Kann er was rausholen? Bringt er seine Waffe durch? Und. Man möchte natürlich die CTs ökonomisch klein halten. Aber AZ hat was dagegen. Nimmt ihn raus und damit ist es die 5. Runde für North. Wie schreibt man Damage? Damage?
I can't understand German, but I liked your stream. Thank you very much, Fevda. Enjoy your stay. Sometimes it's better that you can't understand me. So, weiter geht's. So, Cadian, wieder mal. Also, JW versucht es immer wieder, sehr selbstbewusst in seinen Aktionen. Aber bisher können da die Jungs aus dem hohen Norden hier auf jeden Fall gegenhalten. Da hat man keine Möglichkeit. Ui, da klingelt's. Und Crims geht aber auch auf die Backen. Also 20 HP nur noch bei ihm. Und dann muss ich Walde hier auf jeden Fall zurückziehen. Nix ist. Ein HP hat der Kerl. Unglaublich. Und wie kann man hier fungieren? Also, wäre gut, wenn man die Waffe durchbringt, aber man kriegt ja auch kein Geld dazu. Dementsprechend immer so eine Rechnungssache. Aber im 2 gegen 3 mit dieser Waffe kann man noch versuchen, irgendwie diese Runde zu holen. Aber sie bleiben recht extern. Das ist gut gespielt. Man weiß ganz genau, die haben nicht mehr viel AP. Sie haben aber noch Molotovs. Das heißt, den Plant können sie auf jeden Fall verhindern. Ich glaube, jetzt kommt auch die erste Molle. Ja, da ist sie. Also absolut klug. Da hat man sich schon besprochen. Und Xist versucht es und kriegt den Push. Stark gemacht hier. Und jetzt ist man mit der Bombe auf dem Spot. Kommt die zweite Molotov noch geflogen? Das ist die große Frage. Nein, kommt sie nicht. Ist in den Händen von AZ. Und das könnte hier die Runde werden. Also Xist zwar 99 Damage, aber dafür AWP in der Hand. Und er verschießt! Das könnte es gewesen sein. Oh, oh. Und Crims. Oh, 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 oh. Molotov zwar rausgeworfen, aber Crims hat sich versteckt an der Vierer. Sowas kann geklatscht werden. Wir wissen, wie gut Crims ist. So, die Fuse ist dran. Und AZ, der ist zu abgeklärt, bringt das Ganze noch durch. Und somit ist es hier die Runde für die Jungs von North. So, Freunde. Weiter geht's. 6:1. Und jetzt langsam muss mal ein bisschen Vollgas her. Sonst wird es schwierig für Fnatic. Denn die ein oder andere Runde, die muss man auf jeden Fall in dieser Phase des Spiels noch holen. Aber gut. Aus einem 6:1, ich sage es immer wieder, kann noch ein 6:16 werden. Counter-Strike ist manchmal ein unglaublicher Frechdachs. So, Cadian. Kann Brollern da rausnehmen. Oh, 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 oh. Trotzdem nochmal Druck aufgebaut. Und jetzt ist man hier auf jeden Fall gut unterwegs. So, Walde. Einen macht da. Siehst du mit der Antwort. 4 gegen 3 Situation. Und das sieht doch schon wieder gut aus für die Nordmänner. Huch, Verzeihung. Wie habe ich das denn gemacht? Ist der Sound jetzt weg? Hä? Na, Entschuldigung. Weiß nicht, wie das geklappt hat hier. So, nix ist. Geht jetzt erstmal vor. So, ersten Track gemacht. Auch er hat jetzt mittlerweile schon dieses Kirby wackeln. So, zweites Ding. Aber Kirby kann gegenhalten. JW im 1-on-2. JW sieht den Spieler. Geht jetzt hier auf die Bombe. Geht auf den Spot. Oh, wie man schön ihn unter Druck setzt. Wie man schön ihn unter Druck setzt. Freunde, Deutsch on fleek. Und JW klatscht es. Also, wieder mal dieser JW mit extrem starker Leistung. Und hier haben wir die Replay
die man möchte. Trifft man dich und Marvin eigentlich am 27. live vor Ort? Yo! Könnt ihr gerne vorbeischauen. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Apropos Marvin, der ist auch nett, deswegen Moment mal kurz. Ja, Leute, ich bin da. Hallo. Boah, Benno, du hast halt immer so laut, Junge. Da fliegen mir die Löffel weg. Ja, hallo, Leute. Schinski hier. Wir haben in North gegen Fnatic. Auf das 2. Guter Start für North auf jeden Fall. Und der Anfang dieser Runde lief auch ziemlich gut. Ich glaube, taktische Pause. Fnatic wahrscheinlich. Denn auf der T-Seite so schlecht zu starten, das ist auf das 2 immer unschön. Und die Alarmkontrolle haben sie zumindest bekommen, also können sie vielleicht taktisch ein bisschen damit arbeiten. Ich nehme es zurück, was hier passiert. Ich bin so doof, ich bin noch null drin. Also North hat einen Spieler verloren, Alarmkontrolle geht an Fnatic. AZ hat aber die Kurzkontrolle gehabt und in der Mitte auch jemand close. Was mir gerade nicht so gut gefällt, ist, dass die Rotation Richtung B recht leicht abgefangen werden könnte. Aber ein schöner, tiefer Winkel von Cadian in die Cutters rein. So, und damit kriegt er nicht nur eine frühe Information, das sollte auch ein Winkel sein, wo er sauberen Frag bekommt, sofort die Smoke hinterher, sucht sich die nächste Deckung. Und sie haben wieder ein 4 gegen 4, 45 Sekunden. Ihr seht, JW arbeitet hier mit Timing, ist gefährlich und deswegen hat Cadian da auch etwas mehr Fokus in der Mitte. Jetzt wissen sie, der hat einen Cutters und in der Mitte einen Frag gemacht. Eigentlich war da ein kurzes Zeitfenster, um den B-Spot einzunehmen. Gate hier unten. Hat aber so eine gute Position, er kann sie beide machen und Twist mit 2 HP, der bleibt in den Cutters am Leben. Und ich glaube, den einzigen Weg, den er jetzt noch geht, der ist zurück zur T-Base. Und damit wird das Runde Nummer 7 für North sehr klug gespielt von Cadian, stark gemacht. So, wer sich fragt, warum ich jetzt hier kurz übernehme, Venom musste die Örtlichkeiten aufsuchen. Schöne Klicks nochmal von Twist hier. Und manchmal kann man nicht auf die Halbzeit warten oder bis das Spiel vorbei ist. Manchmal muss man ein bisschen Gas geben, ne? Okay. Venom wird zurückkommen, Leute. Keine Angst, keine Angst. So, 7 zu 2 also. Wie sieht das Geld von Fnatic jetzt aus? Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut, aber sie kaufen nochmal dazu eine P250, JW nochmal mit einer CZ und ansonsten 2 AKs. Super wenig Utility. Na dann, viel Spaß hier auf das 2. Mit nur einer Smoke, mit 2 Smokes, okay. Aber nur 2 Flashes. Ah, da kannst, mit sowas kannst du eigentlich auch nicht allein einnehmen, wenn ich ehrlich bin. Sie versuchen es mit der Xbox Smoke, kommen über die Cutters unten in die Mitte, nutzen ihre Granate Richtung kurz, aber die fängt keiner ab. Cadian diesmal an kurz oben positioniert, also der ist gerade auch wirklich überall zu finden. Nur Fnatic weiß nicht genau, wo sie suchen sollen. Er hat einen relativ weiten Schlitz genommen, er will unbedingt diesen Frag machen, jetzt kommt aber ein Run-Boost. Und er schießt lieber nicht. Warum er die Smoke nicht wirft, keine Ahnung. Da kommt aber hier ein schöner kleiner Molly von Kirby. Das heißt, sie sind an kurz auch zurückgedrängt. Das wird jetzt aber erstmal 3 Leute an A festhalten. Wobei der Druck, der fehlt. Also man hätte nach dem Molly noch ein bisschen schießen müssen, damit Kirby nicht in die CD-Base geht. Und jetzt kann man oben vom Gerüst und aus der CD-Base dann abfangen. Was mir nicht gefällt, CD-Base wird abgesmoked. AZ steht hier all in, der kann nicht mehr zurück ins Loch. Der braucht jetzt eigentlich Support. Flash einmal rein. Hätte froh sein können, wenn er einen Kill macht. Kirby wackelt sich da einen zurecht, aber auch nur ein Frag. Und so funktioniert es nicht. Also da muss man eigentlich mit der CD-Base-Smoke rechnen, aber vielleicht sind sie eben von der Eco ausgegangen, dass da keine Utility dabei ist. Und deswegen entscheidet sich AZ eben für diese Position. Fnatic ist mit diesem Force-Buy übertrieben erfolgreich. Und vielleicht bringt sie dieses Player auch zurück ins Spiel. Also B-Split. Sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht fängt North in der nächsten Runde aber mit mehr Kurzkontrolle an. Dann kann man sich natürlich nicht so einfach in der Mitte bewegen. Cadian an der T-Base schon Damage bekommen, aber das war nur Ablenkung für Walde. Der wird jetzt hier noch ein bisschen Damage machen und tschüss, Twist. Aber ich meine, sie bringen jetzt 3 Waffen durch. Auch Brawlern wird da in der Ecke in den Cutters überleben. Walde wird da auch nicht reinlaufen, denn auch das Geld von North ist nicht wirklich schön. Es könnte sein, dass sie die nächste Runde sogar
sparen müssen zu den zwei gesaveten Waffen. Na, ich glaube, da war ein kurzes Kopfschütteln. Wenn, dann muss ich ein bisschen ranhalten. Mein Cast startet ja auch gleich. Aber hat er noch ein paar Minuten. So. Oh, da gehen sie die Mitte rein, Richtung Cutters unten. Aber das muss eigentlich gecallt werden. Deswegen hält sich Crimster auch zurück. Die Cutter-Spieler pushen mit rein. An sich ein guter Go. Sie wissen, in den Cutters baut keiner auf. Aber Crims hört die ganzen Steps. Und jetzt wäre es eigentlich ziemlich klug, wenn die Spieler, die vorne an der Lang stehen, einfach in die T-Base zurücklaufen und man verzögert leise in die Cutters reingeht. Also zu 100% kann North jetzt nicht davon ausgehen, dass der B-Spot nicht mehr angespielt wird. Aber vielleicht hat man jetzt eine Möglichkeit, eben die AK und die AWP sehr gut zu positionieren. Denn Fnatic wird sich für den Anfang natürlich vor Alang und Richtung Kurz aufgebaut haben. Da hatte man ja nicht wirklich Fokus drauf bei North. So, Brawlern wird Alang rausgeflasht. Ah, die Spieler in Kurz dürften das Aufpoppen der Flash gehört haben. Kleine Smoke hier an der Kante. Damit kann man auch sauber den Pit checken, ohne von der AWP vom Spot geholt zu werden. Da steht aber keine Ave. Da steht die 5-7. Aber die Ave, die hat er jetzt übernommen. Genau in dem Moment, als die Smoke weg ist. Wäre eigentlich ganz gut gewesen, wenn Brawlern in den Cutters bleibt. Ihr seht, wie langsam diese Runde eigentlich stattfindet, weil Fnatic immer im Hinterkopf haben muss, dass da auch was über die T-Base kommen könnte. Crimson hat inzwischen die Cutters aber eingenommen, läuft Richtung Mitte unten. Twist mit dem Shot gegen Gate, 30 Sekunden und das größte Chaos entsteht in solchen Runden meistens, wenn man mit wenig Zeit auf den Spot draufläuft. Vor allem, wenn man die AK noch nicht bekommen hat. Kadian mit dem ersten, ganz wichtiger Refrag von Twist. 4 gegen 2 Situation, 18 Sekunden, sie müssen die Doppelbox hier checken. Sauber gearbeitet von Exist, AC down, nur noch Walde an der AK. Ein schöner Schuss noch auf Crims, aber der wird die Runde nicht mehr bringen. Das ist ein 1 gegen 3. Sie haben dazu geforst zu der AK und der AWP, aber es hat sich nicht gelohnt. Es wird die Folgerunde für Fnatic sein und damit wird North nächste Runde eine Sparrunde einlegen müssen. Ich denke, das Kaufen, dieses Dazuforsten war auch völlig in Ordnung, denn sie hätten nächste Runde wahrscheinlich eh nicht genug Geld gehabt, um zu kaufen. Also sind jetzt forcen, danach eine Eco und dann die 2400 Dollar mitnehmen im Loser-Bonus, um dann eben gut kaufen zu können. Ja, und wenn Walde die AK jetzt auch noch in die übernächste Runde trägt, ja, warum nicht? Ja, warum nicht? So, und kommt vielleicht eine taktische Pause von North? Fnatic hat das sehr klug gespielt, dass sie vielleicht sogar darauf predikten, dass North an B den Fokus hält, dass es eben nicht ein easy go ist, wenn sie verzögert die Cutters einnehmen, obwohl sie da viele Steps gehört haben. Und haben jetzt eben sich dadurch auch den Vorteil erspielt, dass North hier in der Eco ist. So, und ich gebe wieder ab an euren Maincaster, Venom. So, weiter geht's, meine lieben Freunde. Auf geht's, ab geht's. Der gute Shinsky für euch mal kurz ein bisschen reingekommen. So, und jetzt sehen wir hier auf jeden Fall die nächste Runde. 7-4 ist der Spielstand, also einiges ist passiert in diesen Runden. Gate und Walde halten gegen Brodern und Xist, die können zumindest auch mal ausgleichen. Das heißt, wir haben hier eine 3 gegen 3 Situation, viel Utility auf Seiten von Fnatic. Und dadurch, dass man hier in der Eco ist, sollte man das nicht so spannend machen lassen. Aber Crims, der hat nochmal ein Wörtchen mitzusprechen. Und der weiß natürlich, irgendwann wird geflankt. So, und Crims, uiuiui, sieht das Köpfchen, Headshot gegen ihn. Und dann ist der letzte überlebende Kadian. Problem ist, er kommt an keine Waffe ran. Das heißt, diese Runde könnte hier nochmal elementar werden für die Jungs. So, kann Fnatic das Ganze hier nochmal klatschen? Wird Crims hier die Nerven behalten? Oder wird es das Duell für Kadian? Und das war einfach zu einfach, um es mal hart zu sagen. Er holt sich nochmal eine AK. Gibt es hier noch was zum Pöbeln? Schön hier. Da, die AWP. Also, da hat er auf jeden Fall Eier. Ich hätte da Schiss.
ohne Diffuse Kit. Aber alles auf dem Schirm. Easy peasy. Lemon squeezy. Und damit geht es los. This is live, yeah, my friend. This is live. Hände gewaschen, natürlich. So, und damit geht es weiter, Freunde. 8-4. Fnatic muss sich hier auf jeden Fall was einfallen lassen. Und dementsprechend sollte man auch wirklich hier diese Runde ernst nehmen. Okay, wir kriegen nochmal eine Replay. Und das war ein Brett hier von Walde. Schön zwei Dinger geklatscht. So, und somit geht es weiter. 8-4 steht es. Cadian auf der Überholspur mit der AWP. Oh, und ist super weiß. Aber sie pushen ihn nicht. Sie wollen ihn einfach nur unter Druck setzen. Wollen dann dementsprechend auch zeigen, okay, ihr solltet euch von dem B-Spot nicht wegbewegen. Aber Gerbi wieder mal mit seinem Wackel-Aim. Und Brollern konnte 1-1 traden. Und im Zweifelsfall ist das immer besser für die Terrorseite. Ein ausgeglichener Trade. Was passiert? Irgendwie ist es so ein bisschen leise. So, Brollern im 1-1-Trade wieder mal. Also, man hat aber noch zwei Molotovs. Die behält man sich bei North wirklich immer sehr, sehr lange auf, um sie nach der Afterplan-Situation vernünftig zu verwenden, um dann letztendlich die Spots nochmal abzumollen. Und JW bekommt es. AZ, der kann antworten. Damit der AWP, es ist wichtig. Und JW, schön abgame. Da ist die Awareness groß. Und Cadian, das war lecker Schmecker. Eine kleine Kante hat er noch. Und JW, der Fuchs, schaut's euch an. Der weiß genau, wie man's macht. Und ich sage es ja, der hat Next Level Gehirn in Counter-Strike. Und Cadian. Cadian bleibt erstmal passiv, weiß natürlich ganz genau, dass JW irgendwann reinpieken wird. Und wenn er dann nochmal verzögert nachgeht, dann kann diese Runde einfacher werden und Cadian versucht es. Also, lang ist er wahrscheinlich nicht weg. Und das ist so gut gespielt! Cadian, schafft das? Jo, schafft er, aber knapp. Und das ist sauber. Erste Sahne gespielt. Nimmt sich die Awe noch mit. Und da hat er einfach mal JW auf höchster Kunst vernascht. Also da wirklich par excellence losgelegt. Ja, next level. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Den wollen wir natürlich. Den sehen wir später auch noch. Den Herrn Werten Nex. Und dementsprechend freuen wir uns da auf jeden Fall noch auf gute Spiele. Aber erstmal werden wir da hier noch Fnatic zu Ende sehen. Gegen North und dann noch eine zweite Map. Also. Das wird auf jeden Fall noch eine schöne Angelegenheit. Walde Kirby. Und schaut euch das an. Wie kann man damit drauf sein? Ich verstehe das nicht. Komplett durch, der Kerl. Aber eine Zeit lang, natürlich niemals in diesem Ausmaß, aber eine Zeit lang habe ich echt ähnlich agiert. Also nicht agiert, sondern habe ich mir das überlegt. Weil manchmal ist es wirklich so, wenn du so ungefähr in dem Bereich, bei 1.6, wenn du ungefähr in diesem Bereich hin und her wackelst, dann hast du eher mal den Frag. Aber naja, jetzt auf jeden Fall letzte Runde. Das wäre natürlich praktisch oder gut für Fnatic, wenn sie hier nochmal eine Runde holen könnten. Aber es ist keine Leichtigkeit. So, was habe ich eben gesagt? Das 2 wird North holen und Fnatic holt Train, ne? Das war mein Call.
Wird heute Abend noch Big gecastet? Natürlich, ihr Lieben. Natürlich. Da werden wir heute noch einiges sehen. Heute 6 Maps, Freunde. Ich bin hochmotiviert und frisch, weil ich mich mit destilliertem Wasser gewaschen habe heute. Der Ton ist ein klein wenig versetzt. Da kann ich leider nichts dran tun, Fummelpilz. Tut mir leid, aber danke für den Hinweis. Aber soll uns nicht den Spaß hier verderben. The road to Odense. The road to Odense. So sagt das, glaube ich, ne? The road to Odense. So, ein Bollern, schön die Flashbang über die Mitte. AZ kriegt zumindest ein bisschen Damage gesetzt, aber er wurde sehr unter Druck gesetzt. Aber Gate als Support, dementsprechend hat man immer wieder den Fokus auf diese Position. Und jetzt sieht er da die Spitze der Waffe und Walde kriegt es. JW wollte da die Smoke ausnutzen, wollte da wieder rumwiderlichen. Aber in dem Augenblick hier nicht funktioniert. So, wer kann sich noch an Zeiten erinnern, wo in diesem Lineup ein Olofmeister mit am Start war? Also, Fnatic auch hier schon die verschiedensten Lineups. Und Gary! 2 macht er! Keinen einzigen Headshot. Nichtsdestotrotz ist das viel Damage. Grimms, letzter Überlebender im 1-on-4. Wenn es einer kann, dann er. Aber gegen dieses starke North sollte es fast nicht machbar sein. Es sind auch noch 4 Sekunden auf der Uhr. Und damit ist es hier das 11-4, Freunde. Das Bu, mein Herzblatt. Schön, dass du da bist. Geschlafen wie ein Stein, der mit einem Presslufthammer bearbeitet wurde. So, hier, das sieht aus, ey. Wenn die MP5 so rumwackelt, geht's kaputt, ey. So, und damit geht's ab. Da, 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 da. Das ist immer das Schöne, wenn man hier den Hauptkanal hat, den A-Feed, dann hast du hier auch noch schön Wiederholungen und. Genau das wollen wir sehen. So, Killdeath, ADR, Walde mit 132,8, Gady mit 110,7. Dann an Seite der Höchste ist Crims mit 77,6. Und die Musik ist spannend. Monster kommen aus der Erde. Dämonen sind über die Welt gekommen. Wer wird sie verjagen? Fnatic oder North? Wer kann unsere Welt retten vor dieser Bedrohung? Galileo Mystery. Jonathan Frakes. Geile Musik. Genau sowas mag ich. X-Faktor. Das Unfassbare. Und los geht's. 11-4. Pistol ist wichtig. Pistol ist wichtig, vor allen Dingen für Fnatic. Die sollten die eigentlich holen. Wenn hier North sich die Pistol gönnen kann, dann ist die halbe Miete eigentlich schon erledigt. Und Gerby, und das war einer der Smoke, das war einer der Smoke. Und Brawlern und JW, die können 3 Spieler rausnehmen. Jetzt sind es nur noch 2, die über lang kommen. Das ist eigentlich nicht machbar, ganz ehrlich. Das wird extrem schwierig. Und da nochmal die Prediction Shots. So, und zack, schöner Schotter, JW, AZ, letzter Überlebender. Und das ist eine Schwierigkeit. 4 Leute, ne, keine Chance. Und damit ist die Pistole hier für Fnatic. Auf geht's. Nochmal spannend hier. Dämonen wie bei 7 Deadly Sins. Ich hab's noch nicht gesehen, ich möchte es mir auf jeden Fall reinziehen. Ist ja jetzt, glaube ich, beim Netflix, wenn ich mich nicht täusche. Zeigt ihr Maus Face gleich oder auch, oder muss ich auf Facebook? Nein, wir zeigen das auch. Wir zeigen danach Maus Face noch und dann zeigen wir noch Big gegen G2. Ein paar Rindwürstel kochen, okay? Kocht man die? Oder meinst du mit kochen, dass du kochst und die dann brätst? Ach, das Büchchen. So ein netter Mensch. Oh, okay. Twist jetzt auf jeden Fall richtig im Alarmmodus. Also da wird nicht mehr viel gemacht, ne? Hier.
Telwurzer, vielen Dank, Mann. Wird's die ESL freuen. So, Brollern. Man kriegt die Bombe gelegt. Man kriegt die Bombe gelegt, das ist natürlich extrem viel wert, ganz ehrlich, auch wenn natürlich die neue Meta hier sowieso die dritte Runde zum Kauf zulässt. Aber so kann man auf jeden Fall nochmal ordentlich nachlegen, auch eine AWP mitnehmen und. Das heißt, das hier ist ganz schön wichtig, aber Brollern, uiuiui, die haben auf jeden Fall nochmal ein bisschen Schwierigkeiten. Kay, den letzter überleben da. Und der... Okay. Weißwürste werden gekocht, richtig. Erstmal selbstgemachte Pizza gleich machen. Der Teig zieht gerade noch. Wie lange zieht er? Wird jetzt auch demnächst ein napoleonisches Rezept ausprobieren. Für Pizzateig. Und der muss angeblich, weil halt nur wenig Hefe reinkommt, 8 Stunden ziehen. Im Kühlschrank. Also, ich bin gespannt. Mach die im Wasser warm. Ah ja, okay. So Bockwürstel. So, weiter geht's auf jeden Fall. Und AWP, wie gesagt, bei Cadian vorhanden. Man hat das Geld dafür. Gate einfach mit kompletter Lichtgeschwindigkeit. Was ist mit dem los? Fährt einfach an JW vorbei und das... Okay. Also, wenn du jetzt einfach nur die Namen verändert hättest, hättest du auch Bot Troy hinschreiben können. Aber die haben sich natürlich was dabei gedacht, haben nicht damit gerechnet, dass die Mitte gedeckt wird. Also das war so ein kleiner All-In, so ein Read. Und der ist nicht aufgegangen. Und dann sieht das natürlich so aus. So, ein Crims zieht rum und Cadian kann nochmal eröffnen auf dem B-Spot. Und jetzt gibt's die Rotation. Exist, der wartet sehr lange ab. Schön gemacht hier. Erst sind Spieler rausgenommen und das wird schwierig. JW ist schon da, jetzt ist man mit 4 Mann vor Ort. Und Cadian mit 29 HP, der letzte Überlebende, hat die AWP zwar, aber das kann er nicht holen. Und da stellt man sich zu zweit auf. Schön gemacht hier. Und damit haben wir hier das 7:11 aus der Sicht der Schweden. So, was glaubt ihr denn im Chat? Wer wird hier diese Map holen? Wird es Fnatic oder wird es North? Schreibt es einfach mal. Entweder North oder Fnit. Oder was auch immer ihr schreiben möchtet. So. Oh, Flashbang kommt für die Mitte. Und dann zieht man sich zurück. Und ich sehe es. Oh, nur einen. Das heißt, eine Waffe ist auf jeden Fall her. JW auf der anderen Seite der Map. Leider nicht wahrgenommen vom Observer oder von uns. Okay, den bekommt es. Und Brollern. Uiuiui, Alter, schön gemacht von JW. Also, der klickt da mal ordentlich. 4K, 15 Frags bei ihm. Und da gibt es erstmal eine schöne Replay. Und schaut euch mal an, wie sauber der das aimt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So, Fnatic, Fnatic, North, North, North. Gehen die Spenden etwa nicht an 19 Damage, sondern an DSL? Auf dem Kanal hier glaube ich schon, ja. So. Leute, Lieferheld und fertig. Naja, ich bin mittlerweile schon sehr ambitioniert, was sowas angeht. Auch jetzt selbstgemachte Klöße, also komplett selbstgemacht. Dann Germknödel und was habe ich noch? So ein paar Sachen probiere ich momentan aus. Und das nächste ist, was ich echt mal eine anständige, wirklich so wie aus dem Restaurant, eine anständige Pizza mache. Ach, Telvosa, alles gut. Wir sind eine Gemeinschaft. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und dann habe ich mir extra jetzt dafür Pizzableche geholt. So, aber wir wollen uns natürlich hier weiter auf dieses Match fokussieren. Mitte bisher nicht angegangen. Man hat sehr viel auf lang gespielt. Und jetzt geht es langsam doch dann mal Richtung kurz. Also Terra-Seite schwieriger für North auf jeden Fall. Fnatic steht ziemlich gut.
Jetzt muss man sich auf jeden Fall was einfallen lassen. So, die Flashbang erstmal zum Checken, ob da etwas offensiv steht. Da steht aber nichts. Das können wir zumindest schon mal spoilern. Und jetzt geht man weiter. Oh, schöne Flashbang. Und Twist, der kriegt schon mal den ersten. Also man setzt sich auf jeden Fall hier unter Druck. Twist mit dem zweiten. Walde ist da. Und dann ist es wirklich hier nochmal eine Überzahlsituation für die Nordmänner gewesen. Aber die Runde ist vorbei! Und nein, oh nein, oh nein! Also, Twist war bekannt. Ich weiß nicht, warum man da so offen legt, aber er hatte einfach gar keine Zeit mehr, sich zu bewegen. Und sowas kann halt passieren. Es gibt 100.000 verschiedene Arten, einen Teig zu machen. Also, ein richtig und ein falsch gibt es nicht. Es gibt halt verschiedene Arten. Es gibt napoleonisch, es gibt das, es gibt jenes. Is it normal permanent ban for one spoiler not in your stream? Yes. Maybe not a permanent ban, but at least 50.000 seconds. Ich kann ja gerne mal das Video irgendwann posten, was ich mir angeguckt habe auf YouTube. Von so einem Typ ist einfach nur 650 Gramm Wasser, Mehl, 0,0er Typ, Salz 20 Gramm und dann wird einfach nur geknetet, bis der schön luftig und flockig ist und dann ab in den Kühlschrank. So, also man möchte jetzt hier mit dem Kopf durch die Wand und man hat Glück zumindest, dass kein Spieler gefallen ist und wie hat Gate denn gefunden, Freunde? Unglaubliches Ding. Aber JW kann ihn dann rausnehmen und jetzt ist man auf kurz auch schon unterwegs mit einem Spieler. Eieiei, schön geblockt. JW auch da wieder. Also ich muss es immer wieder sagen, JW ist für Counter-Strike geboren, aber dann Kirby. Da gibt's ordentlich auf die Backen. So, und Kirby. Also, schon mal 3K bei ihm. Crims letzter Belebender. Das braucht er natürlich nicht mehr angehen. Stellt sich noch irgendwie exit-technisch hin, dass er vielleicht noch die ein oder andere Waffe rausnehmen kann. Also, auf jeden Fall hier gutes Ding bisher. Habe ich 600 Gramm gesagt? Ne, 650 Milliliter. Das habe ich gemeint. Sorry. Nonna, allora hai fatto la pizza napoleana. Non schemo siamo di Pescara, porco Dio. Keine Ahnung, was das heißt, aber ich hab's einfach mal vorgelesen. So, 12:9, Freunde. North holt ihr nochmal eine Runde. Ich glaube, Porco heißt, glaube ich, Schwein, oder? Nonna ist ja hier die Oma. So, und jetzt geht's weiter. Oh, Krims, Krims! Nein, kriegt keinen. Und AZ und Kirby können jetzt schon wieder hier die Lücke aufreißen. Also man ist hier gerade auf jeden Fall stark unterwegs. Ui, ui, ui. Boah, und hier knallt es gerade überall. So, damit auch nur noch Twist. Der wird auch jetzt gefunden. Und jetzt kann Fnatic nochmal equippen. Oder sie gehen nochmal auf eine Pistolrunde. Nein, sie equippen. Und die Runde ist extrem wichtig, sonst hat man nächste auch wieder eine Eco. Und dann ist man hier schon nah an der 15. für North. So, Walde zieht er einfach komplett raus und immer wieder diese All-Ins, die sie da spielen. Einfach um selber nicht geflasht zu werden von ihren eigenen Flashes. So.
der Aufbau. Man hat zwar lange sehr viel Druck gemacht, aber man rotiert komplett und schaut euch mal an, was Grimms gemacht hat. Grimms ist einfach B-offensiv. Das heißt, dieser Plan geht nicht auf. Sie werden gehört werden. Sie werden gehört werden. Und Twist in der Mitte erfolgreich. So, Grimms, der müsste jetzt eigentlich die Steps da gehört haben. Und das kann er ansagen. Das heißt, die Rotation sollte eigentlich jeden Augenblick jetzt gleich stattfinden. Jetzt ist er gerade auf der Awareness, weiß ganz genau, kommt jetzt was und wie viel kann er holen. Kann er überhaupt einen holen? Nein. Und jetzt geht's schnell auf den Spot. Aber da sind zwei Spieler schon da. Die sind rotiert. Twist mit einer unglaublichen Position. Das wird wehtun, aber... Ah, eine macht dann ein JW. Und jetzt geht es los. Da ziehen sie rum. Wollen exekutieren, aber easy. Zwei Stück gesetzt. Und jetzt haben wir hier eine 2 gegen 2 Situation. Extrem schwer auszuspielen. Hinten von der Kante, das ist schon jemand da. Das ist Brolland. Brolland zieht ihn raus. Bombe gelegt. Walde im 1-on-2. Walde. Walde. Headshot. Und das hat Xiz gut gemacht. Schönen Winkel geholt. 13 zu 10 für Fnatic. So muss das laufen. So, hat einer der jungen Leute Tipps und Ideen, wie ich mein Skill in CSGO trainieren kann. Spielen, 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 spielen. Am Anfang wirklich einfach nur spielen. Die Stunden, zehntausende Stunden, die andere Vorsprung haben, einfach spielen. Und das ist wie, ich habe es gestern noch gesagt, wie Erfahrungen sammeln aus erster Hand. Wenn du mehrmals auf Eis gestanden hast, dann weißt du irgendwann, wann es bricht und wann nicht. Und diese Erfahrungen, die kannst du nicht lernen, die musst du erstmal für dich das Spielgefühl erschließen. Und wenn du dann irgendwann da bereit bist und merkst, okay, ich komme nicht mehr weiter, dann frag Freunde. Aber Xiz ist erstmal hier mit einer sehr wichtigen Aufgabe verbunden. Aber bisher hat man den Bereich schon mal gut eingenommen. Mitte oben ist auch noch der nächste Spieler, das Cadian. Brolan sieht ihn nicht. Brolan hat ihn nicht gesehen. 16 zu 9, jetzt sieht er ihn erst. Aber Cadian ist auch komplett geschockt. Also. Hier geht's los. Die Runde. Immer wieder wichtig. So, Navi hat 16 zu 9 gewonnen. Das kann ich zumindest schon mal euch berichten. So, AZ, Walde und die holen hier die Fracks. Unfassbar. Und das ist die Runde für North. Ganz wichtig. Und schaut auf die Kohle von Fnatic. Das sieht nicht gut aus. Ja, und wenn du dann Cap erreicht hast, dann kannst du auf jeden Fall anfangen, mal einen Freund drüber zu schauen zu lassen, wo es bei dir hapert. Und sonst viel Deathmatch spielen einfach. Und ganz am Ende dann wirklich Demos sichten. Wie spiele ich eine Position? Was kann ich machen? Und vorher natürlich die Grundvoraussetzungen. Hast du einen 120-Hertz-Monitor? Hast du eine anständige Maus? Hast du ein anständiges Mauspad? Deine Sense muss stimmen. Und dann Abfahrt. Zocken, zocken, zocken. Zu wenig Zeit, um spielen, spielen, spielen zu können. Ja, da musst du sie effizient nutzen. Kannst auch gerne ins Labor gehen. Aber die Spielpraxis, die kann dir keiner beibringen. So, weiter geht's. Und grundsätzlich natürlich auch mit besseren Leuten spielen, das ist auch immer wichtig. Wenn man keine hat, dann wirklich sich anstrengen. Irgendwie investieren, Zeit investieren. Gucken, wie spielen, Pros, Position. Und jetzt geht's weiter. So, Xiz mit der Scout als Unterstützung. Twist zieht rum. AZ kriegt nur einen Brolan. Oh, das könnte eine Runde werden für die Jungs von Fnatic. Boah, wäre das noch ein Klick gewesen. Alter Verwalter. Junge, die drücken aber auch hart hier. So, und Xiz mit der Scout. Schöner Headshot. Genau so muss es sein. Cadian aimt hinten ab. Die Waffe. Die tut weh jetzt. Ab ins Körbchen, Freundchen. Ab ins Körbchen. Damit hat man eine AK und eine... Ne, zwei AKs hat man. Verzeihung. Und das könnte hier eine Runde werden für Fnatic. Aber man zieht sich auf lang zurück. Sehr klug gespielt. Doppeltes Lang-Setup. Bombe passend gelegt. Haben sie noch eine Smoke? Jo, sie haben noch eine Smoke.
JW hat eine gepickt. Und das könnte hier der entscheidende Faktor sein, der diese Runde nochmal ins Wanken bringt. Sie smoken City Base. Was war das denn für ein Brett, Alter? Woohoo, Junge! Grim! Da ist der Stimmbuch bei mir eingeschaltet. Junge, 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 Junge. Das ist der Shot des Tages auf jeden Fall. Jetzt schon. Ey, der wollte nur ganz kurz checken. Ey, was ist das denn für ein Brett? Das kannst du gar nicht machen. Unmöglich. Ja, das könnte Fnatic hier auf jeden Fall nochmal retten. Schön ausgelöscht nochmal. Und dann bereit für alle Schandtaten. So, sehr langsamer Aufbau. Man möchte sich viel Utility auf jeden Fall behalten. Flashbang für kurz, jetzt sieht man rum. Und dann soll es der klassische A-Split werden. Und Brollan, der ist heute auf jeden Fall gut drauf und schaut euch dieses Timing an. Weltklasse. Immer wieder guten Riecher hier bei den Jungs von Fnatic. Twist jetzt hinter die blaue Kiste. Und sie haben eine Vorahnung, dass es hier wohl rausgehen soll. So, Gate mit dem ersten Twist. Nein, keinen zweiten Gesetz. Damit hat McCadian hier auch nochmal auf dem Schirm. Und jetzt kann man hier auf jeden Fall schon mal sehr viel Raum einnehmen. Das ist wichtig. Jetzt muss man gucken, wie kann Fnatic das Ganze hier koordinieren. Gehen sie in den Safe? Das ist die größte Frage. Wäre wahrscheinlich hier die richtige Entscheidung. Und dann gibt es jetzt hier den koordinierten Retake. Man möchte es also versuchen. Das bedeutet, wenn man das hier verliert, dann ist es hier wirklich Zappenduster dabei Fnatic. JW nochmal mit einem, jetzt geht man doch nochmal zurück. Man möchte diese beiden Waffen durchbringen. Schaffen sie es? Nein, Crims wird schon mal unter Druck gesetzt. Crims nur noch mit 18 AP. Von der Seite kommt nochmal der nächste. JW jetzt auch bekannt. Damit ist JW jetzt hier eingepfercht gegen AZ. Der stellt sich einfach komplett neu auf. Versucht jetzt hier in die City Base reinzuspringen. Ich sage es ja, JW hat einen Riecher für dieses Spiel. Und wollte sich City Base nicht zeigen. Bleibt einfach auf der Kiste stehen. Ach, der Kerl ist wirklich von einem anderen Stern. Also immer wieder überrascht mich dieser Herr und zeigt, was man alles aus Counter-Strike herausholen kann, wie viele Momente und Situationen man noch richtig spielen kann. Okay, Dien nimmt den ersten Spieler raus. So, ihr seht zappenduster aus für Fnatic. Dann wird schon mal Part 1 meines Calls richtig. Oh, aber Kirby ein bisschen am Rumwaggeln. Na, kriegt ihn. Und dann sind es JW und Crims, die hier die Aufgabe haben, nochmal das Ganze umzudrehen. Oh, Kadian. Ja, und das war's. Hand aufs Herz, das war's. Also, damit hat sich hier Nors durchgesetzt. 16-11 gegen die Jungs von Fnatic. Und das ist die Counter-Strike-Musik. Musiker, El Inferno, Muerte, Coromandezo. Sehr schön. Also hier nochmal schön ein paar Klicks, die rausgehauen werden, liebe Freunde. So gefällt mir das. Guten Appetit, lieber Mellotron oder Liebe. So, nochmal ein paar schöne Klicks. Isha Pro League is brought.